Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS17 und ich begrüße euch, euer Wobra. Und wir hatten in der letzten Folge das Feld Nummer 12, war das, glaube ich, ne? War das 12? Ja, war 12, haben wir gesät mit wie heißt das nochmal? Verdammt. Ölrettich, ne? Ja, Ölrettich, genau. Mit Ölrettich bepflanzt, oder eher gesagt gesät, und jetzt grubben war das Feld 14 zu Ende. So, das mache ich dann nämlich hoch, falsche Richtung. Damit wir hier dann auch mal vorankommen. So. Bis jetzt ist kein neuer Mod rausgekommen. Also einen Mod würde ich vom Upside Down gerne noch haben. Und zwar ist das der GPS-Mod. Den würde ich auf jeden Fall liebend gerne haben. Ich hoffe, den bringt er heute auch noch raus. Aber bis jetzt kam er noch nicht. Upside Down hat zwar noch genug zu tun mit dem anderen Spiel, was der gerade mit erarbeitet, sage ich mal. Von daher geben wir ihm einfach noch ein bisschen mehr Zeit, ne? Ups. Ach, verdammt. So, jetzt habe ich's. Dauert alles ein bisschen hier mit den Feldern und so was, aber das ist ja beim LS ganz normal. Ich werde bald mal testen, den hier einen Stream von zu machen. Und mit OBS. In der Hoffnung, dass das auch klappt. Mit Shadowplay brauche ich gar nicht erst versuchen, das funktioniert nicht. Und ja, mit OBS muss ich das einfach noch testen, weil das hat mir bei den letzten Versuchen, hat es mir kein Bild gebracht. Von daher werde ich jetzt versuchen, die nächsten Tage das mal auf OBS laufen zu kriegen, zum Laufen zu kriegen. Und euch dann ein bisschen mit dem Stream zu unterhalten, sag ich mal. Wir hätten doch eine bisschen eher breiteren Grubber holen sollen oder leihen sollen. Immer ein bisschen schwer, hier eine gerade Spur hinzukriegen. Und deswegen möchte ich nämlich gerne den GPS-Mod haben. Weil mit dem fährt der Traktor wenigstens gerade. Jetzt brauche ich hier wieder Mist. Ihr seht, ich hab's drauf, ne? Der King am Steuerknüppel. Entschuldigung. Ach ja, das wird so. Vielleicht wird es die ganze Folge so sein. Wird zwar nicht so spannend für euch sein, aber es ist, es gehört ja alles dazu, ne? Und ich hoffe, ihr bleibt dann natürlich dabei. Ich werde das Feld auf jeden Fall weitermachen, also fertig machen. Und werde dann, wenn es dann alles so schnell geht, wie ich das erhoffe, in der nächsten Folge euch die erste Mission mal zeigen. Damit wir das dann auch schon mal abhaken können. Ich glaube, ich bin zu blöd zum geradeausfahren.
So, jetzt sollte es gehen. Jawohl, es ist wahrscheinlich wegen der Unebenheit des Feldes. So. So fahre ich jetzt ungefähr gerade, ne? Müsste gerade sein, ja. Man sieht in den Außenspiegel recht wenig eigentlich. Und in dem Rückspiegel sieht man eigentlich gar nichts. Ich habe gehofft, eigentlich der Rückspiegel zeigt hier ein bisschen auf den Boden. Aber das macht er wohl nicht. So, immer ein bisschen konzentrieren, damit ich auch geradeaus fahre. Aber wir sind schon bei der Hälfte angekommen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Und wir haben noch genug Zeit für die Folge. Das heißt also, ich werde das wahrscheinlich dann auch säen. Ich glaube doch, ich werde das säen danach. Das fällt, egal wie lange das dauert, ob es halbe Stunde dauert oder so. Dann kann ich euch nämlich direkt, können wir noch direkt das Feld hier säen. Und dann in der nächsten Folge sind wir dann bereit für die erste Mission, würde ich sagen. Also das Feld wird dann erst noch gedüngt. Nee, ich brauche das. Ach, ups, ich habe da was vergessen. So, das Feld braucht ja gar nicht gedüngt zu werden. Fällt mir gerade mal ein. Das ist ja der Ölrettich ist ja dafür da, dass er schon vorgedüngt wird. Das heißt, nach dem Ölrettich werde ich die wieder grubbern müssen und dann ist das Feld gesät. Nicht gesät, hier gedüngt. Und kann dann auch direkt die neue Ernte drauf machen. Dann ist das schon mal um 30% ersteigert, der Wert. Gesteigert. Oder die Ernte, genau. Und wenn ich die dann während des Wachstums noch zweimal Dünge, dann wird das wieder um jeweils 30% gesteigert. Genau, und ja, was soll man dazu sagen? Und ich muss eigentlich kurz hier drehen und ich kann nicht zwei Sachen auf einmal. Ich bin da. Bin ja keine Frau, ne? so, dann, man muss das dreimal. Genau, beim Ölrettich ist das um 10% gesteigerte Wert. Dann ist das erste Mal gedüngt. Dann ist der Ertrag schon 110%. Wenn man dann bei den drei Wachstumsstufen jeweils dann nochmal aus, oder eher gesagt düngt, dann steigert das jeweils den Wert um 30%. Das heißt so, dass wir dann den nächsten Ertrag um 200% gesteigert haben. Den Endertrag, sage ich jetzt einfach mal. Und der wird dann natürlich auch der Preis doppelt so hoch ausfallen. Also wir kriegen doppelt so viel Kohle dann. Das möchte ich natürlich auch so machen. Werden wir dann einiges zu tun haben, ne? Mit den allein den drei Feldern schon. Muss das noch abwarten, also je nachdem wie das geht mit Abdüngen und so weiter und so fort, werde ich das wohl so machen, dass ich ein Feld sähe, dass dann bis zur ersten nach der ersten Wachstumsphase das nächste Feld sähe und so weiter und so fort, und das mit den drei Feldern dann, so dass dann jedes bei Ende des ersten Feldes, wenn dieses hier zum Beispiel, das ausgewachsen ist alles,
dass dann das Feld Nummer 12 zum Beispiel in der letzten Wachstumsphase ist und das 15er dann in der vorletzten. Und so weiter und so fort, ne? Also, dass ich dann immer zwischendurch ein bisschen Platz habe, sozusagen. Also ein bisschen Zeit habe, sozusagen, um das dann neu zu düngen und neu zu grubben und so weiter und so fort, ne? Ich glaube, so ist der Plan eigentlich ganz gut. Von daher mache ich das jetzt alles mal so, wie ich das jetzt vorhab, und dann, ja, und dann mache ich das nach Plan. Es wird jetzt erstmal nur eine Testphase hier. Testphase. So, mal deutlich sprechen hier. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Gesabbel jetzt nicht verwirrt. Aber ich denke mal, das hört sich nach einem guten Plan an, oder? Könnt ihr mal reinschreiben in den Kommentaren, ob euch das, ob der Plan so okay ist, den ich mir jetzt selber erdacht habe, sage ich jetzt mal. Weil das sieht man bei den Bauern ja eigentlich auch, dass die immer etappenweise sozusagen bepflanzen, sogar auf einem Feld, dass die auf einem Feld zwei Sorten haben, unabhängig voneinander, und ja, ne? Habe ich nämlich bei uns einen Bauer, der ist, der hat auf einem Feld, was hatte der da drauf? Weizen drauf gemacht. Und hat dann auf einer, ja, kleineren Ecke, sage ich mal, hat er dann, Mais geerntet. Bei uns hier ist Mais verbreitet, sage ich einfach. Wird oft angebaut. So, dann sind wir gleich fertig. So, super. Dann werde ich den hier nämlich noch anhängen. Wäre natürlich cool, wenn ich den hier an der an der Saatmaschine hängen könnte. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn ich den hier auch die Saatmaschine hinterhängen könnte, aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Weil dann hätte man zwei Sachen auf einmal machen können. Einmal säen und einmal grubbern und direkt danach säen. Das müsste eigentlich mit irgendwelchen Grubbern gehen, soweit ich weiß. So, das letzte Stück. Dann sind wir mit dem Grubbern auch schon fertig. Oh, hier geht's bergauf, wie man merkt. 7 km/h. So, nochmal kurz die Spur korrigiert. Nochmal. Mache ich damit eigentlich auch das Gras weg? Nee. War, glaube ich, beim LS15er so, dass man da das Gras dann weggegrubbt hat. So, klappen wir den mal wieder zusammen und dann nehme ich mir mal flott den hier, die Sämaschine vor. Saatgut. Und dann bringen wir hier auch direkt mal. Ne, hoch. Ja, hupsa. Hupsa. Ja, das müsste ja schneller gehen eigentlich. Ist ja eine viel breitere Fläche als von dem Grubber. Ich glaube, fast doppelt so breit dürfte die sein.
Aber wie gesagt, schreibt mir in den Kommentaren, ob das mit meinem Plan, das, wie ich das die Felder ansehe, sage ich jetzt mal, ob das so euch auch gefallen würde, ob ihr das auch so machen würdet. Oh, halt! Ah, toll. Nee, das ist blöd. So. Oh, ey, ich bin auch manchmal... Kein Kommentar. So, jetzt aber. Ja, hiermit sind wir auf jeden Fall schneller durch. Das heißt, diese Folge haben wir dann das ganze Feld gegruppt und gesät. Aber es sieht mir nicht gedüngt aus, von daher bin ich danach ein wenig skeptisch. Oh, halt. Andere Richtung. So. Ja, das geht jetzt bergauf. Also die andere Richtung geht dann schneller, weil die ja bergab geht. Vielleicht würde das mit dem breiteren Reifen noch schneller gehen, das weiß ich alles nicht. Da war ich ein wenig zu weit rechts. Ah, kann ich doch nachsehen später. Ja, brauchen noch ein, noch eine Strohballenmaschine. Oder eher gesagt einen Heusammler. Das wäre dann wohl doch die bessere Lösung erstmal. Oh, komme ich am Baum vorbei? Nein, komme ich nicht. So. Ich denke mal noch so 2 bis 3... mal hin und her fahren, dann haben wir es geschafft. Und zwar ein klein bisschen über der Zeit, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich finde eigentlich, ich mache das bisher eigentlich ganz gut. Muss ich mich mal selber loben. Oder was meint ihr? So, an dem Baum komme ich noch vorbei, jawohl. So. Mal wieder geradeaus fahren hier. Dankeschön. Tschüss.
Entschuldigung, wenn ihr das Geschlürfe jetzt gehört habt. War nicht beabsichtigt. Zurück. Jo. Die linke Seite macht auch mit. Habe ich schon gedacht, weil der ein bisschen überstand. Ein bisschen höher. Aber hat er das doch noch mitgenommen. Was ja eigentlich auch nicht so schlimm wäre, weil wir haben ja eh noch hier genug Platz, ne? Und guck mal, wir haben noch so viel Dünger, hier Saatgut. Ich würde das eigentlich liebend gerne, wieder ausräumen. Ob man das kann, ich weiß das gar nicht. Muss ich mal testen, ob ich das wegmachen kann oder rausnehmen kann. Außerdem zweimal die Taste gedrückt zum Runterfahren. So, da sind wir dann schon beim letzten. Dann sind wir danach fertig und ja, können uns dann in der nächsten Folge der Missionen widmen. Ich weiß auch nicht, ob ich die Erntemaschine verkaufen soll. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ob ich vielleicht die Erntemaschine verkaufen soll, weil die brauche ich ja eh noch zum Ernten, ne? Die Mähmaschine, ja, die. So, mal wieder zusammenklappen und dann. Zusammenklappen, hallo? Danke. So, und dann werde ich mal gucken. Da ist es, da war es, genau. Ob man das wieder zurückfüllen kann. Weil es wäre ja schade, und das gehört ja eigentlich auch mir, ne, die Saat. So, kann man das wieder zurück? Sämaschine senken, aufklappen, aussteigen, Geräte verwechseln, Saat wählen. Ne, kann man nicht. Nee, geht wohl nicht. Na gut, dann muss ich die halt so verkaufen. Wieder zurückbringen. Das mache ich jetzt, werde ich jetzt ohne euch machen. Ja, genau, damit ihr nicht das wieder seht, wie ich hier hin und her fahre. Also wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich die ganzen Felder hier sät und ihr pflanzt habe und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben und einen schönen Tag noch. Viele Grüße, euer Bobra. Ciao, ciao.